Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Kesselgulasch und zwar Bœuf Bourguignon oder wie man das auch immer ausspricht. Ja, und dazu gibt es wieder eine Million Möglichkeiten und Rezepte. Ich habe mich ja für das hier damals entschieden gehabt und naja, im Internet noch und jetzt noch ein bisschen geschaut und Rezept ein bisschen noch abgewandelt. So aus mehreren was zusammen und gucken wir mal, ob da was draus wird, ob das klappt im Kessel, in der Grillkota. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Das heißt, darüber kurze Übersicht. Es ist alles schon fertig geschnippelt. Einfach, dass das Video vielleicht nicht ganz so lang wird. Und dann können wir auch schon raus in die Grillkota gehen. Attacke. Nee, da wären wir schon. Was haben wir hier alles? 2 Kilo Rindergulasch, jawohl, 1,2 Kilo Zwiebeln kleingeschnippelt, 1,2 Kilo Möhren kleingeschnippelt, ja, hier habe ich ein paar Knoblauchzehen, ich habe sie nicht nachgezählt, wie viel das jetzt waren, eine Petersilie da hinten, die brauchen wir ganz zum Schluss, dann schönen Bauchspeck, ich habe den hier jetzt von Big Tuck's Barbecue genommen, 300 Gramm, Tomatenmark, dann an Butterschmalz, an Rotwein, ja, am besten am Burgunder, an Süßen. Haben wir jetzt keinen gehabt. Schatz hat den hier rausgesucht, hat ihn probiert, für gut befunden. Dann nehme ich an, dass das auch so ist. Dann haben wir hier noch 2 Creme Fraiche, die brauchen wir auch eigentlich ziemlich zum Schluss. Dann habe ich hier ein bisschen Mehl, Salz, Pfeffer und tja, mein Rinderfond, wo ich gemeint habe, hat sich als Gemüsefond herausgestellt, aber wird auch funktionieren. Gut, dann haben wir hier schon alles, was wir benötigen. Vielleicht setzen wir nachher noch schneller Kraftbrühe an, wenn die Flüssigkeit nicht reicht. Aber das sehen wir nachher dann, wenn wir draußen sind, wo wir jetzt auch hingehen, in die Grillkota-Attacke. Tja Leute, Hokus Pokus, wären wir in der Grillkota. Ich habe alles hier so schön hergerichtet, was wir hier benötigen. Entschuldigung wegen meiner Stimme. Leute, die meine anderen Videos noch angucken, wissen es. Ich habe ja leichte Außenarbeiten machen müssen und habe mich ein bisschen verkühlt. Also nichts Corona, keine Panik. Unser Kessel, den habe ich jetzt hier auf dem Ding hier drauf. Und gucken wir mal, wie gut es funktioniert. Ich habe noch keine Ahnung. Ich muss das auch erst alles ausprobieren. Ich war wirklich schon mal am Überlegen, ob ich für die Menge nicht den 12er Topf nehmen soll. Aber nein, ich habe gesagt, ich mache was im Kessel. Tja, da hinten die übrigen Zutaten. Und warum so viel? Ja, ich wollte einfach mal eine größere Portion machen. Hab telefoniert. Und ja, man könnte sagen, das gibt dann den Anschluss Essen auf Rädern in Tupperdosen, weil leider dürfen wir ja hier nicht so wie wir wollen. Scheiß Corona, sage ich bloß. Ja, dann lasse ich das jetzt warm werden. Die Kohlen durchglühen. Hier drin soll es warm werden. Tja, ich hoffe, dass sich in dem Video meine Stimme nicht zu sehr überschlägt und machen wir eins nach dem anderen. Wie gesagt, ich habe da 2-3 Rezepte vermischt von diesem Burgunder Gulasch. Ich nenne es jetzt einfach Burgunder Gulasch. Das kann man besser aussprechen. Heißt es Bœuf, Bouillon oder Bourguignon, irgendwie sowas. Naja, okay. Wir sehen uns dann, wenn es heißt Butterschmalz rein und Fleisch anbraten. Und da sage ich dann auch noch ein bisschen was dazu, was ich so in anderen Rezepten halt aufgeschnappt habe. Irgendwoher muss es ja kommen. So Freunde, jetzt muss ich natürlich auch erst gucken, wie ich die Cam einstelle. Den Kessel drehe ich jetzt mal hier über, direkt über das Feuer oder über die Glut. Ja, ich denke, das muss ich nachher auch mit Handschuhen machen. Die Cam noch ein bisschen nach oben stellen. Ihr wollt ja auch im Kessel was sehen. So Freunde, ich denke, so ist es ganz gut.
Und jetzt werde ich erst einmal den Butterschmalz etwas hinzutun. Oh, wenn ich den hier rausbekomme. Ich bin ja echt gespannt, wie wir das hinkriegen da drin. Und wenn es mal zu heiß wird, das Ganze, ziehe ich es einfach hier auf die Seite. So einfach mache ich das heute. Ja, ich glaube, da werde ich definitiv zwischendrin das Fleisch wieder rausholen müssen. Aber jetzt braten wir es erst einmal sauber an, Stück für Stück. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier handhaben soll heute. Also das nächste Mal Kessel, kann ich jetzt schon sagen, gibt es auf dem Dreibein, wenn es wieder wärmer ist. Das nächste Essen machen wir wieder im Dutch Oven. Also ich brate es jetzt schön sauber an und zeige euch danach dann das Ergebnis. Ich glaube, da werde ich jetzt eine Weile benötigen. So Leute, mir reicht es jetzt. Ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde dran, das Fleisch anbraten. Und das tue ich jetzt raus und dann zeige ich euch das kurz. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hätte mir ein paar Röstaromen mehr gewünscht, aber ja, zwecks akuten Zeitmangel funktioniert das leider nicht ganz so heute, wie ich gern möchte. Ja, wie meistens. Aber das wird schon ausreichen. Das sieht man nachher dann eh nicht mehr. Und jetzt hauen wir unseren guten Taggi-Speck rein. Und gleich noch das andere Zeug, den Knoblauch. Kompletten Zwiebeln. Und jetzt seht ihr schon, warum ich das Fleisch noch mal raus habe, weil das ist wirklich eine Riesenmenge. Ich hatte ja zwischendrin auch noch mal einen Butterschmalz rein. Der sollte ausreichen. Von den Möhren tun wir eben, die Cam läuft ja, Schock, in etwa die Hälfte rein. Der Rest kommt circa eine halbe Stunde vor Fertigwerden. Und dann kommt das Ganze wieder hier drüber das Feuer. Ja, mittlerweile brauche ich schon Topflappen zum Festhalten. Oh Gott, ist das heiß. Und dann tun wir das Ganze auch noch mal ordentlich anbrutzeln. Und dann kommt eh schon wieder das Fleisch mit rein. Hei, heiß, 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 heiß. Was ich vergessen hatte, wir können auch gleich noch einen Tomatenmark mit rein tun. Da tun wir auch einen gescheiten Spuz rein. Muss ich das Ding tatsächlich auf die Seite ziehen, weil sonst verbrenne ich mir so dermaßen was von den Griffel. Das ist abartig. So Leute, dann haue ich jetzt das ganze Fleisch wieder hier rein. Wie mache ich das jetzt hier? Hilfe. Also zum Unterrühren nehme ich den Kessel jetzt ganz kurz mal runter, weil ansonsten ist das unmöglich hier.
Und was wir hier jetzt noch gleich machen, wir bestreuen das Ganze mit Mehl. Das wird sich, wenn es lang genug mitköchelt, das Mehl, ja, schön auflösen, für eine schöne, schöne Soße sorgen, schöne Farbe. Und der mehlige Geschmack eben durchs längere Kochen geht dann ja auch weg. Dann gleich ordentlich würzen mit Pfeffer und Salz. Dürfen nicht vergessen, es kommen noch zwei Becher Schmand nachher mit hinein. Freie Schnauze nach Gefühl. Nochmal ordentlich unterrühren. Und dann lassen wir das Ganze nochmal kurz aufköcheln. Und dann tun wir schluckweise an Rotwein rein. Also durch die große Menge ist es natürlich alles etwas anders. Wie gesagt, das Fleisch hätte dunkel angebraten gehört. Das Gemüse mit dem Fleisch zusammengebraten. Ja. Und dann eben auch, wie ich es nachher mache, Schluck für Schluck den Rotwein mit einbrutzeln. So. Tun wir das jetzt wieder da drüben drauf. So, lassen wir es jetzt ein kleines bisschen noch anbrutzeln, 5 Minuten, und dann kommt die erste Ladung Rotwein. So, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo wir hier jetzt immer wieder mal einen Schluck Rotwein reinkippen, den wir dann auch einreduzieren lassen. So circa insgesamt nachher die halbe Pulle. Weil sonst setzt uns das unten zu sehr an. Das wollen wir ja nicht. Tja, das mache ich jetzt 2-3 Mal und dann wird der Rest noch hinzugekippt. Plus der Bouillon da, der dem Gemüse vor. Hätte man das Ganze eben in einer kleineren Portion gemacht, dann hätte sich das alles noch so schön karamellisiert und ums Fleisch gelegt. Aber in der großen Menge war das jetzt hier so leider nicht möglich. Aber vielleicht mache ich ja irgendwann einmal noch eine kleine Portion. So, jetzt hauen wir unsere restliche halbe Flasche Wein rein. Schatz, da geht dein Wein dahin. Da kannst du die Flasche wieder mitnehmen. War ein Witz, ich räume sie dann schon weg. Unser Glas Gemüse vor und dann reicht es definitiv schon aus mit der Flüssigkeit. Und ich denke mal, Schatz kocht nachher noch ein paar Kartoffeln dazu, oder? Ja. Du redest mit uns schon wieder heute nicht mehr. Was los? Ja, willst du Salzkartoffeln oder was willst du für Kartoffeln haben? Einfach halt Kartoffeln zum dazu essen. So, jetzt tue ich aber unten die Kohlen ein bisschen auf die Seite. Ich hätte bloß ein Brot dazu gegessen. Können wir auch machen. Wo ist denn der Deckel? Ab und zu jetzt wieder nachgucken und durchrühren und ansonsten ja 1,5 Stunden brutzeln lassen, köcheln lassen und dann kommen noch die restlichen Möhren dazu und ja bis zu 2 Stunden. Und immer wieder mal umrühren. Boah, sieht das geil aus. Und mittlerweile sitzt auch unten absolut nichts mehr an. Ja, wunderbar. Wunderbar. Oh, riechen tut das gut. Oh, lecker, 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 lecker. So.
weiter köcheln. Leute, was wäre ein Krikota-Video ohne einen leckeren Kaffee, ohne eine nette Laberrunde noch? Ja, wie gesagt, etwas erkältet. Wir haben heute schon mindestens viermal das Thermometer ins Ohr reingesteckt. Aber Gott sei Dank kein Fieber. Sprich, ich muss morgen wieder arbeiten gehen. Naja, vielleicht schicken sie mir heim, weiß ich ja nicht. Wir haben es jetzt exakt 6:30, 18.30 Uhr. Und um, was habe ich gesagt? Ja, 19.30 Uhr können wir dann die restlichen Möhren mit reindonnern. Und um 8 Uhr sollte dann das Essen soweit fertig sein. Kurz vorher noch das Creme Fraiche und noch die Petersilie. Ja, hätte ich jetzt so mal gesagt. Es blubbert schön. Ich bin zufrieden. Es wird ein leckeres Essen. Ja, und dann noch was in eigener Sache. Mein Zweitkanal, der Streetfighter, VW, Audi und mehr. Da geht es jetzt auch wieder rund und zur Sache. Ich würde mich freuen, wenn von euch vielleicht noch ein paar rüberflutschen würden, auch noch auf den Kanal. Da gibt es nette Autobastelvideos von mir, wenn jemand irgendwas Spezielles mal sehen möchte oder sonst was und sich das irgendwie einrichten lässt, dann kann man das auch machen. Ja, vielleicht kommt ja auch mal das eine oder andere Zuschauerauto dazu. Also wäre ja auch möglich. Ja, wie gesagt, ich täte mich freuen, wenn ich da noch ein paar Abonnenten dazu bekommen würde und Zuschauer, weil da die Aufrufzahlen ist sehr mager. Ja, das wäre eigentlich mein Weihnachtswunsch. Ja, an die Zuschauer. Einfach mehr Abonnenten auf dem anderen Kanal. Auf dem natürlich auch, also... Gut, dann rühre ich ab und zu um, wie ich es gesagt habe, und um 19.30 Uhr sehen wir uns hier wieder. Ich schaue mir noch nebenbei ein paar Videos an. Wo bin ich momentan? Bei Let's Bastel, chaotischer Memminger. Könnte ich mich immer herrlich amüsieren, aber bei dem habe ich auch noch ein paar Sachen gesehen, wo ich damals für meine Akkadomat verwendet habe, paar Techniken, und seitdem schaue ich mir den Kanal auch noch mit an. Ja, man kann nie auslernen, und 19.30 Uhr geht es weiter. Also für euch nächste Szene, wie immer halt. Also heute halte ich mich ja ziemlich genau an die Zeitangaben. Aber zwischendurch mal wieder umrühren. Ihr seht es, ich habe den Kessel schon ein bisschen auf die Seite gezogen. Ab und zu schmeiße ich mal da unten Kohlen wieder rein. Aber das sieht alles sehr gut aus. Ein winzig kleines Probierle, muss ich zugeben, habe ich schon gemacht. Leute, ich sag's euch, es schmeckt lecker. Jo, dann würde ich sagen, in 18 Minuten hauen wir dann unsere restlichen Möhren rein. Und dann so 5 bis 10 Minuten vor Ende tun wir dann unseren Schmand, ne, Creme Fraiche Spaß mit rein und die Petersilie, wo ich klein gehackt habe. Das war jetzt das Zöpfle und noch ein bisschen was aus dem Garten. Ja, und gleichzeitig meine Bierschüssel nachher. Kartoffeln gibt es doch keine dazu. Schatz hat gemeint, tun wir einfach ein bisschen Toastbrot noch hier mit anrösten, angrillen. Klar, können wir machen, kein Problem. Und ja, gleich geht's weiter für euch. Naja Leute, zumindest fast halte ich mich an die Zeitangaben. Und ja, jetzt haben wir es 19.22. Bisschen abtropfen. Ich hau jetzt doch schon die Möhren mit rein. Die restlichen, irgendwie habe ich Panik, dass die ansonsten nicht ganz durch sind. Dann wird nochmal ordentlich durchgerührt. Ein ganz ein kleines bisschen hat es doch angesetzt da drüben, merke ich. Aber nö, nicht schlimm. Ist schon wieder weg.
Es gibt Röstaromen. So. Ja, jetzt noch mal eine halbe Stunde und dann so 7:55 hauen wir das Creme Fraiche rein. Mal sagen, wir können unser Creme Fraiche reindonnern. Jetzt habe ich leider kein Messer. Doch, ich habe ein Messer da, wo ich hinten ein Loch nicht schlagen kann. Und mein Alex auch. Na klar. Und dann sollte nämlich, wenn ich hier aufmache, das ganze Zeug komplett sauber rauslaufen. Das ist ein normales oder eins mit Kräuter? Das ist ein Kräutercreme Fraiche. Das gibt noch ein bisschen Geschmack mit rein. Das war der Schmand, was immer so fest ist, gell? Beim Creme Fraiche geht's noch. Das ist doch auch Creme Fraiche. Ich sag ja, beim Creme Fraiche geht's noch bei... Ach Gott, so was hab ich jetzt rum. Beim Schmand ist es immer so furchtbar. So, mein Löffel haben wir noch. Die Petersilie mit rein. Ja. Tja, mit dem Prinzip ist es jetzt fertig. Und was heißt das? Michi macht ein Probierballe. So, dann nehme ich gleich meine Probierschüssel hierher. Ui, wo kommt das viele Fleisch her? Das heißt Gemüse essen, das ist gesund für dich. So. Also, aussehen tut gut, riechen tut gut, gesabbert habe ich gut. Wir mal. Oh, ich habe einen Taki-Speck gefunden. Der macht sich sehr gut da drin. Leute, Schatz, probier du auch gleich mal, da kannst du noch dein Fazit auch gleich geben. Das machen wir nämlich jetzt gleich komplett fertig. Geschmacklich hervorragend. Das Zeug muss natürlich eine ganze Ecke köcheln. Wir haben es jetzt 19:58, also 2 Stunden. Oh, die Soße ist lecker. Ja, ein bisschen über 2 Stunden habe ich das jetzt insgesamt drin gehabt oder gebraucht mit dem Fleisch anbraten. Angefangen habe ich, glaube ich, um 5:15. Ja, hilft nichts. Ein gutes Essen braucht seine Zeit. Schmecken tut es wirklich hervorragend. Mit dem Rotwein da drin, dem Gemüse. Also ich finde es klasse. Wir tun jetzt hier noch auf der Glut noch ein bisschen Toastbrot anrösten. Habe ich auch schon da stehen. Das wird dazu gegessen. Tja, und dann können irgendwann die anderen kommen mit ihren Tupperschüsseln und sich das an der Türe abholen. Aber das muss ich jetzt nicht ins Video machen. Leute, macht es nach, probiert es aus. Wenn ihr kleinere Portionen macht, dann könnt ihr, so wie ich es gesagt habe, etwas besser noch anbraten. Und ja, dann wird es vielleicht sogar noch besser. Das war's mit diesem Video. Wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben, Abo, freundliches, nettes Kommentar, würde mich alles freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Schatz, hast du jetzt gesagt, wie es dir schmeckt? War sehr lecker. War sehr lecker, ist sehr lecker, wird noch sehr lecker.